Als Nächster zu Wort gemeldet, Herr Abgeordneter Dr. Scherak, bitte. Danke, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister. Herr Kollege Kickl, was mir so schwer fällt, ist immer, dass Sie so widersprüchlich sind in dem, was Sie sagen. Sie sagen einerseits, Sie wollen nicht, dass die Flüchtlinge zu uns kommen. Das ist ja eine legitime Ansicht, die kann man ja haben. Umgekehrt, wenn wir sie durchlassen durch Österreich und nach Deutschland lassen, sind Sie auch nicht zufrieden damit. Sie sagen immer, Sie wollen nicht, dass Flüchtlinge Österreichern den Arbeitsplatz wegnehmen. Kann man auch glauben und wollen. Und wenn Sie dann aber Sozialleistungen kriegen, finden Sie das auch nicht okay. Das heißt, das geht sich auch wieder nicht aus. Und die Kollegin Belakovic-Jenewein hat sich gerade vor, das fand ich auch sehr lustig, wenn es darum geht, ob wir Lehrstellen ermöglichen für junge Flüchtlinge, sind Sie dann in der Regel auch dagegen. Die Kollegin Belakovic-Jenewein war jetzt vorher traurig, dass nur so wenige Lehrstellenangebote in Anspruch genommen werden von denen. Das geht sich wieder nicht aus. Sie sind immer widersprüchlich in dem, was Sie sagen. Sie können ja eine Meinung haben, das ist ja okay, aber Sie müssen sich für eine entscheiden, weil beide gemeinsam, das geht sich irgendwie nicht aus. Und wo Sie ja, Sie haben ja recht, dass das eine Herausforderung ist mit dem Arbeitsmarkt. Das ist ja vollkommen richtig. Und es ist deswegen so eine große Herausforderung, weil gerade Arbeitsplätze die beste Integrationsmaßnahme sind. Und Sie haben recht, das ist eine Herausforderung, das muss man angehen. Und da gibt es aber halt auch Ansätze hier im Budget, die in die richtige Richtung gehen, wenn es ums freiwillige Integrationsjahr geht. Das ist eine Maßnahme, die helfen kann, Menschen in Beschäftigung zu bringen. Deswegen halte ich es für richtig. Es ist sicher nicht die einzige Maßnahme. Es braucht viele andere Maßnahmen auch, weil wir ja Menschen dauerhaft in Beschäftigung bringen wollen. Der wesentliche Punkt ist, dass wir bei der Qualifikation ansetzen müssen, nämlich in aus zwei Gesichtspunkten. Einerseits die eine Qualifikation mitbringen und nach Österreich gekommen sind, dort müssen wir schauen, dass die diese Qualifikationen und dieses Wissen auch entsprechend einbringen können und wir auch von den Qualifikationen profitieren können. Bei denen, die kommen und nicht die entsprechenden Qualifikationen mitbringen, weil sie nicht die entsprechende Ausbildung haben, müssen wir schauen, dass wir ihnen die möglichen Qualifikationen auch entgegenbringen und dass wir sie qualifizieren und die Qualifizierungsmaßnahmen so früh wie möglich machen und dann wir auch diese Chance nutzen, weil der wesentliche Punkt ist ja, jeden Euro, den wir jetzt nicht investieren, den müssen wir nachher, müssen wir doppelt so viel ausgeben, dreifach so viel ausgeben, weil die Folgekosten von Dauerarbeitslosigkeit viel, viel höher sind als das, was wir jetzt investieren. Und der Kollege Rosenkranz kann Ihnen das bestätigen, das ist im Bildungsbereich doch genau das Gleiche. Jeden Euro, den wir nicht im Bildungsbereich ausgeben, haben wir nachher doppelt und dreifach mit Folgekosten, weil wir dauerhafte Arbeitslosigkeit wesentlich mehr kostet als das, was wir vorher in die Bildung und in den Arbeitsmarkt investieren. Naja, sinnvoll ist eh klar, aber es ist in dem Zusammenhang geht es auch um sinnvolle Investitionen. Fakt ist, wir müssen aber auch hier, und da gibt es natürlich auch Kritikpunkte von unserer Seite, früher ansetzen. Es ist so, dass wir auch jeden Tag, den wir im Asylverfahren de facto verlieren, wo wir nicht sinnvolle Qualifizierungsmaßnahmen setzen, wie Deutschkurse, wie dass wir schauen, was für Qualifikationen sind überhaupt da, dass wir auch hier jeden Tag, den wir verlieren, der uns nachher am Kopf fallen wird. Das heißt, Herr Bundesminister, Sie wissen, wir sind an und für sich der Meinung, dass Asylwerber auch während dem Asylverfahren nach einer entsprechenden Wartefrist von 6 Monaten, denen der Arbeitsmarkt geöffnet werden sollte. Wenn Sie das schon nicht machen, dann setzen Sie so früh wie möglich an, dass wir in Deutschkurse investieren in dem Zusammenhang, dass wir schauen, was die Menschen für Qualifikationen mitbringen und die nicht die entsprechenden Qualifikationen mitbringen, dass wir schaffen, dass wir sie qualifizieren, weil jeder Euro, den wir am Anfang investieren, uns wesentlich billiger kommt als die Folgekosten, die wir nachher dann später haben werden. Arbeitsplätze sind die besten Integrationsplätze, deshalb sollte man bei Asylverfahren früher ansetzen und Asylwerber nach 6 Monaten den Zugang zum Arbeitsplatz ermöglichen, sagte Nikolaus Scherak von den NEOS.